Pfingstmontag, 5 Uhr am Morgen. Auf dem Augsburger Plärrer-Gelände werden noch rasch die letzten Gepäckstücke in den Bussen verstaut. Und dann geht es auch schon los, pünktlich zum Sonnenaufgang Richtung Süden. Vielen ist die Müdigkeit noch anzusehen, kein Wunder um diese Uhrzeit. Gleichzeitig ist aber auch die Vorfreude spürbar. Noch 800 Kilometer, Assisi, wir kommen. Monatelang vorbereitet, jetzt geht's los. Es wird sicher eine super Sache und ich freue mich drauf. Unsere Anna wird in Assisi getauft und das haben wir mit organisiert und wir freuen uns sehr drauf. Für die Kinder ist es ganz neu. Ich war bloß in der Jugendzeit mal unterwegs und doch, also sehr gespannt im Moment einfach nur. Meine Kinder sind 17, 15, 13 und alle fiebern jetzt schon diesem Termin hin und wir freuen uns jetzt, dass jetzt endlich losgeht. Wir möchten halt unserer Tochter auch mal Assisi zeigen und die Namenspatronin, die heilige Clara. Insgesamt 600 Erwachsene, Kinder und Jugendliche machen sich an diesem Morgen auf die Reise. Und langweilig wird es während der Busfahrt sicherlich nicht. Dafür haben die Organisatorin und vor allem Corvina, der Rabe, gesorgt. Im norditalienischen Trient herrscht derweil die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Ein paar Einheimische und Touristen schlendern am Domplatz umher. Dort drüben bezieht das italienische Fernsehen sein Quartier. Am nächsten Tag wird der Giro d'Italia, die Radrundfahrt, durch die Innenstadt führen. Tausende Besucher werden erwartet. Einen Vorgeschmack gibt es heute schon, denn auch 600 Wallfahrer aus dem Bistum Augsburg und vor allem knapp 300 Kinder sorgen für ordentlich gute Stimmung. Geplant ist ein spiritueller Zwischenstopp in Trient. Und Italien heißt sie alle mit Sonne und Panini herzlich willkommen. Die Laune ist gut, das Wetter ist schön, die Fahrt war auch super. Und jetzt freuen wir uns, was kommt. Das ist alles top organisiert, das finde ich auch toll hier, dass man verpflegt wird. Und sehr nett und zwischendrin immer kurze Erläuterungen auf der Strecke, also wir sind hochzufrieden. Tolles Wetter und beste Laune, alles gut. Doch eine Wallfahrt wäre keine Wallfahrt ohne Gottesdienst. Und die vollbesetzte Kathedrale de San Vigilio ist auch ziemlich beeindruckend. Es ist Zeit für Gott. Diese Zeit wollen sich die Wallfahrer nun ganz bewusst nehmen. Heute in aller Früh sind die meisten aufgebrochen in ihren Bussen und dazwischen noch mal Halt zu machen, auch die Heimat hinter sich zu lassen und sich im Voraus auf das zu freuen, was in Assisi auf uns wartet, das ist typisch Wallfahrt. Immer wieder nicht nur in Gang zu kommen, nicht nur auf dem Weg zu sein, sondern auch immer wieder innezuhalten, Station machen. Und da, glaube ich, ist Trient ein sehr, sehr schöner Ort. Und spätestens jetzt in diesem Gottesdienst spüren es wohl die meisten. Diese starke Gemeinschaft im Glauben, das schafft nur eine Wallfahrt in einer solch großen Gruppe. Und gab es vor dem Gottesdienst noch irgendwelche Hemmschwellen, sind die nun sicherlich auch abgebaut. Der Gottesdienst, das gemeinsame Erlebnis und diese beeindruckende Landschaft Norditaliens, das alles macht Lust auf mehr. 5,5 Stunden und rund 500 Kilometer später ist es dann endlich soweit. Das umbrische Assisi präsentiert sich dort oben auf dem Hügel, so als hätte es sich extra für die deutschen Wallfahrer in Szene gesetzt. Ein bisschen kaputt sind die meisten Pilger von der langen Fahrt und den vielen Eindrücken. Aber kaum einer lässt sich seine gute Stimmung vom Regen vermiesen. Dazu sind sie alle wohl viel zu aufgeregt und ganz gespannt, was die nächsten Tage hier in Assisi bringen werden.